Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich zocke heute mit euch Space Battle VR. Und das Besondere an Space Battle VR ist, dass wir wirklich mit unseren Händen das Raumschiff steuern müssen in VR und nicht mit Touchpad oder Thumbstick, sondern müssen das wirklich mit den Händen, die den Steuerknüppel bewegen und so weiter. Echt nett gemacht. Wir können auch Raumschiffe freischalten, habe ich entdeckt. Ne, jeder hat andere oder Verbesserungen drauf, aber wir haben natürlich noch nichts freigeschaltet. Also müssen wir mit dem ersten Raumschiff vorlieb nehmen, was weniger schnell ist, auch nicht so stark, und die Schutzschilde sind relativ schwach. Das wird erst nachher besser. Zu den Einstellungen kann ich sagen, also ich habe einmal hiermit probiert, damit habe ich überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. Bin nur irgendwie komisch im Raum rumgeflogen. Die Einstellung war jetzt schon besser für mich, und damit möchte ich euch das Gameplay auch erstmal zeigen. Das ist wahrscheinlich wirklich für, ja, Halbprofis, die gerne Simulationen spielen. Diese Einstellung ist mehr so arcadehaltig, würde ich sagen. Okay, dann machen wir mal die erste Mission und viel Spaß. Okay, wir sind im Raumschiff. Sieht echt nicht schlecht aus. Wichtig ist auch, wie wir sehen, Text ist in Deutsch. Halte den Steuerknüppel mit der rechten Hand fest, halte die Hand so, dass sie die Hilfswürfel übereinander legen. Keine Ahnung, was gemeint ist, aber... Also wie ihr seht, ich muss echt... Ist gar nicht so einfach. Aber das kann man auch alles in den Einstellungen einstellen, wie schnell der hier reagiert. Also wenn man sagt, okay, das ist jetzt gar nichts für mich, das muss ein bisschen langsamer gehen, dann kann man das natürlich auch einstellen. Um den Steuerknüppel loszulassen, nimm deine Hände weit von ihm weg. So, okay. Sieh nach links, dort befindet sich ein Beschleunigungshebel. Nimm ihn in die Hand. Das ist der hier. Wie ihr seht, wir können hier echt Gas geben jetzt. Jetzt fliegen wir mal so ein bisschen. Okay, wir müssen nochmal hier weg. Super, du kannst schon mit einem Raumschiff fliegen. Bist du da? Überprüfe das Gebiet um dich herum. Wir sollten die Überreste der Patrouillen... Oh, das geht aber schnell. Unidentifizierte Raumschiffe, greif den... Ja, also so schnell bin ich jetzt nicht beim Lesen. Okay, wir haben hier so eine kleine Karte. Jetzt schauen wir mal, wo hier Gegner sind. Das Raumschiff sieht echt geil aus. Man hat echt das Gefühl, man ist hier drin. Wir haben über den Trigger Laserknarren, und über den Thumbstick, wenn wir den drücken, haben wir eine Rakete. Jetzt versuchen wir aber mal dazu hinzukommen, wo die anderen sind. Da sind wir schon. Okay. Nicht so schnell. Wir werden schon anvisiert, wie ich merke. Wow, okay, wir wurden auch schon getroffen. Jetzt müssen wir den erstmal hier rein. Wenn man den nachher ein bisschen anvisiert hat, ist so ein bisschen Automodus drin. Ah, du entkommst uns nicht. Geh mal Gas hier. Ah, den haben wir gekriegt mit der Rakete. Einen haben wir noch. Da ist er doch. So ein bisschen Wing Commander Zeiten in VR. Jawohl, den haben wir. Siehst du das? Es sieht aus wie ein... Warte mal. Wir haben eine Art Tunnel gefunden. Überprüf das aber vorsichtig. Eine Art Tunnel? Wo ist denn der Tunnel? Also die Risse, die ihr hier seht, oder Kratzer, sollen wahrscheinlich auch gegen Motion Sickness helfen, dass man das Gefühl hat, wirklich in einem Cockpit zu sitzen. Wenn jetzt glasklar wären, hätte man da das Gefühl nicht so. Aber wäre natürlich cool, wenn man diese Kratzer irgendwie ein bisschen minimieren könnte. Man kann hier wirklich komplett sich umschauen. Ist cool. Okay,
Aber ich sehe den Tunnel nicht, was die da gerade meinen. Gehen wir uns mal. Ah, da ist was. Okay, wir sollen das vorsichtig erkunden. Dann fliegen wir mal drauf zu. Und bevor wir das jetzt machen, guck ich mal, ob wir hier irgendwie noch was bewegen können. Das wäre natürlich auch cool, wenn es sich nicht nur um die zwei Hebel hier handelt. Aber sieht so aus, dass es nicht geht. Nee, hier ist nichts anderes, was man irgendwie benutzen kann. Okay. Dann fliegen wir mal los. Das wird auf jeden Fall unser Verderben sein. Ist auch ein anderes Raumschiff, oder? Oder eine Raumstation oder sowas. Okay, wir fliegen rein. Okay. Mission erfolgreich beendet. Ja, dann haben wir die zweite Mission. Modus normal ist erstmal gut. Und dann starten wir mal. Okay, eingehende Nachricht. Dann schauen wir erstmal, bevor jetzt irgendwann. Lebst du noch? Wir wurden wohl hereingezogen und sind am anderen Ende. Herr General, wir sind durch dieses Tor durchgedrungen. Es sieht so aus, dass unsere Feinde ihn benutzt haben. Hier ist ein riesiges Mutterschiff. Okay. Also wir sind hier zu zweit. Diese Matt oder wie die heißt und ich. Die fliegt da hinten. Feinde haben wir jetzt noch nicht auf der Karte. Das kommt bestimmt noch. Sieht nicht so sicher aus hier. Ich guck mal, wo die da rumfliegt, aber da ist kein Gegner. Ne. Okay. Dann ab zum Mutterschiff. Wäre natürlich cool, wenn wir da nachher noch drauf gehen können sogar. Da hinten fliegt irgendwas, glaube ich. Ah, geh mal hier Warp 9. Der Karte ist immer noch nicht zu sehen jetzt. Okay. Ja, das sind die. Was ist der denn hin? Okay, wir müssen erstmal hier näher ran, sonst kriegen wir ja gar nichts hin. Und? Haben wir getroffen? Ja, ne? Und boom! Oh. Moin, haben wir noch gerade die Kurve gekriegt. Schutzschild ist weg von dem. Oh Gott! Wir wurden getroffen. Da ist einer. Okay, deine ist down. Mann, er spielt hier Katze und Maus mit uns. Kriegt direkt eine Rakete. Ja, voll, das war's. So, einer noch, okay. Den haben wir. So, Mutterschiff. Ne, da sind noch welche.
Das Spiel kostet, glaube ich, 12,49 momentan. Ist im Dezember erschienen letztes Jahr. Aber ich werde auf jeden Fall den Steam-Link in der Beschreibung verlinken. Da. Oh, die braucht Hilfe. Die Mädels. Ich will nicht in den Planeten hier reinkrachen. Nochmal eine schnelle Drehung hier. Also doch. Wow. Schon schwerer, die zu treffen hier. Komm, komm, komm. Oh Gott, ist abgedreht. Wo, wo, wo? Da. Jawohl, einer weniger hier. So, den holen wir uns jetzt als nächstes. Der ist abgedreht. Okay. Wir haben hier einen recht guten Überblick im Cockpit, aber trotzdem nicht leicht, dann zu sehen, wo die sich befinden, die anderen, wenn die mal abtauchen. Jawohl. Ist auf jeden Fall mal cool, so ein Spiel ohne Controller oder so zu spielen. Natürlich ist es besser, wenn man jetzt wirklich einen Hebel hat, wo man dran zieht. Aber so umzusetzen ist natürlich auch cool. So, wo sind die, wo sind die, wo sind die da? Wow, der war aber nah. Die kriegen wir nicht rein. Jetzt kriegt er die volle Ladung. Jawoll. Macht das jetzt endlich? Gehen wir näher ran und überprüfen, warum das Schiff nicht funktioniert. Ja, dann fliegen wir mal näher ran. Ja, natürlich habe ich das Drehen jetzt ausgeschaltet, weil ich damit überhaupt nicht klar kam, sonst hätten wir uns jetzt quasi gerade drehen können. Ja, schauen wir mal, wann wir denn nah genug ran sind. Müssen weg. Puh, neue Waffe verfügbar. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Raumschiff. Da haben wir ein neues Raumschiff. Ne, neues Raumschiff nicht, aber. Na, das kann man auch freischalten. Und Farbe. Ich weiß nicht, welche Farbe damit gemeint ist. Lassen wir mal hier blau. Okay, die ist freigeschaltet. Ja, dann nehmen wir die mal. Das ist unser Geschütz. Vorteil ist viel, viel schneller, aber nicht ganz so stark. Aber Geschwindigkeit. Ja, guck mal. Die nehmen wir definitiv. Mission. Next one. Und los geht's. Eingehende Nachricht. Ah, ich wurde getroffen. Das war eine Falle.
Madame, ich lebe noch, aber ich brauche Ersatzteile, um das Schiff zu reparieren. Hilf mir und nimm die Teile, die ich benutzen kann, um mein Schiff zu reparieren. Das ist bestimmt so ein Teil. Und wie nehme ich das? Einfach durchfliegen? Probieren wir einfach mal. Oh, das ist unsere neue Waffe. Sehr cool. Einfach einsammeln, oder? Ja, okay. Da ist noch was. Oh, die neue Waffe will ich aber ausprobieren. Sieht verdammt gut aus. Na komm. Hoffentlich wird das jetzt hier nicht so eine mega lange Sammelaktion. Okay, ich sehe noch nichts. Ich will irgendwie noch nichts sehen, was ich jetzt aufsammeln soll. Das ist vielleicht dahinter? Ah, da ist was, oder? Ja. Aber bequem sitzen geht auch nicht so ganz. Oder? Auch geht trotzdem. Okay, ich muss einfach nur mit meinen Armen auf der Lehne lassen. Aber die Texte sind echt zu schnell. Okay, wir sollen irgendwas aus dem Inneren des Schiffs nehmen. Wie auch immer. Wir drehen uns noch mal kurz hier. So, anhalten. Da ist auch was. Okay. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Ich muss noch bleiben, um die Systeme. Ich muss noch bleiben. Okay, das war eine eher langweilige Mission. Neues Schiff verfügbar. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los hier. Schauen wir mal. Raketen und Waffen bleiben. Neues Schiff, okay. Ah, das testen wir jetzt noch. Neues Schiff und neue Waffe testen. Wenn jetzt mal Gegner kommen würden. Sieht das auch viel anders aus? Ja, von außen jetzt nicht so. Aber von innen. Okay, jetzt haben wir hier einen Bösen. Natürlich hart. Aber jetzt haben wir die Action, die wir wollten. Da ist was, da ist was, da ist was. Komm, die Rakete muss sitzen. Sauber. Haben wir nur noch einen jetzt. Wo ist er, wo ist er? Boom, oder? Jawoll. Oh, wieder drei. Ah, oh, den haben wir nicht mehr gekriegt. Schade. Der
Da fehlt ja nicht mehr viel. Den holen wir uns jetzt. Jawohl. Ne, ist klar. Wow. Komm, den kriegen wir. Da. Was versucht er? Jetzt haben wir den ja mal gut getroffen. Unter uns da. Yes. Was jetzt passiert hier? Unsere Aufklärung berichtet, dass sich unsere Feinde auf GR33 umformieren. Ich habe eine Einheit dahin geschickt, du kannst dazu stoßen. Okay, letzte Mission. Lord Okudev. Auf in den Kampf. Da hinten sind sie bestimmt. Leg mal hin. Ah, ich kann auch Gas und wenn ich einfach nur mit dem Handgelenk so ein bisschen hantiere. Reichweite beim Laser ist nicht so weit. Jetzt mache ich Schaden. 9 einloggen, da ist er eingeloggt. Rakete hin. Komm. Mist. Den loggen wir ein hier. Der will nicht. Komm. Oh. Wow. Ja, wir müssen uns einen neuen suchen. Mal schnell hin. Den kriegen wir. Sauber. Wow! Boah, mir hat jetzt fast einen Crash gegeben. Wo ist er? Ach, dort waren sie. Ah, komm, noch ein paar. Komm. Jawoll. Da war ich knapp gerade. Und los. Ich will mich am liebsten mit dem Stuhl drehen direkt. Aber es wäre ja nicht wirklich realistisch. Komm! Wo ist der andere? Der müsste jetzt gleich... Da ist er noch. Jawohl. Dreh dich. Ah, die Rakete. Die war genau richtig.
Okay. Da kommen noch zwei, drei, vier. Okay, sind ein paar mehr. Okay, wir sind getroffen. Der hat nicht mehr viel. Jawohl, den braten wir so weg. Da ist er schon eingeloggt. Nein, nein, nein. Du kommst uns nicht. Schutzschild noch nicht weg. Jetzt aber Schutzschild weg. Dann gehen wir den Rest. Ich glaube, es ist auch automatisches Feuer eingestellt. Also man kann auch auf manuell steuern, aber ich fand es jetzt so ein bisschen einfacher. Ja, Hauptverbände, bla bla bla. Flieg zum Stützpunkt, dort treffen wir uns. Wir müssen den Angriff zurückschlagen. Genau. Neue Waffe verfügbar, neues Schiff verfügbar. Ja, Leute, ich hatte gerade einen kleinen Absturz. Das Spiel musste ich neu starten. Wir haben ein neues Raumschiff freigeschaltet. Das ist einmal das hier. Und eine neue Waffe. Vorher hatten wir die hier. Jetzt haben wir eine, die ein bisschen langsamer ist, aber ein klein wenig stärker, wie ihr seht. Raumschiff ist natürlich auch besser. Wenn ihr gerne noch mehr Gameplay von hier sehen wollt, schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Dann würde ich noch einen Teil machen. Ich glaube, so lange geht das Spiel jetzt auch nicht. Vermute ich mal, weiß ich nicht. Aber wenn ich hier auf die Missionen mal schaue, hier sind jetzt noch 1, 2, 3, 4 Planeten, dann ist das wahrscheinlich zu Ende. Aber kann natürlich sein, dass da noch eine neue Welt kommt. Aber ist halt auch ein kleiner Anreiz, alle Schiffe freizuschalten, alle Waffen und so weiter. Ja Leute, ich würde sagen, das war's dann hier. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich echt über ein Like freuen. Wer noch kein Abo dagelassen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ich sage einfach danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.